Aha, und wieder einmal bin ich auf dem Weg zu den sogenannten Five Packs, die es anscheinend bei Kaufland heute gibt. Ab heute. Und ich habe vor, jetzt irgendwie, ja, die Kauflands in meiner Nähe nicht mal abzugrasen. Jetzt sind genau drei und wir sind jetzt auf dem ersten Weg zum ersten Mal. Mal hier mit beim Rennrad, bei der Rennradtour. Tour de France, Tour de France, Tour de Berlin. Der geilste Weg zu einem Kaufland führt durch einen Wald. Das ist auf jeden Fall Luxus hier in Berlin. Wobei wir viel Grün haben, aber ich will jetzt keine Bezirke aufzählen, die das nicht haben. Auf jeden Fall geht es da jetzt gleich bergab und ich muss aufhören zu filmen. Hier war ich auf jeden Fall neulich, das Video kommt denn demnächst. Ja, werdet ihr denn sehen. Ich fahre jetzt erstmal zum Kaufi. Bis gleich. Ist das geil, die Straßen sind leer. Die Kamera ist wahrscheinlich falsch rum gerade. Ja, los geht's. Man soll ja eigentlich nicht filmen auf dem Fahrrad. Ich wollte dich einfach mal mitnehmen. Ja. Damit das ein bisschen mehr Dynamik hat als sonst immer. Gut, da geht jetzt gleich rein. Bis gleich, würde ich sagen. So. Kann sein, dass die hier umgeräumt haben. Guckt mir so ein bisschen fremd vor. Nein, hier haben wir, glaube ich, die Ecke, wo wir hinwollen. Ja, bin wie gesagt jetzt bei Kaufland. Ja, guck mal hier. Kriegt man hier Monster Truck, dieser scheiß Troll. Aber das Ding ist cool, Land Rover. Ja, Bigfoot. Ach, und hier haben wir unsere Five Packs. Hier sind die Five Packs. Komische Five-Pack, ey. Oh, das könnte die A-Team-Karre sein, was Manu neulich meinte. Oder haben sie das alte Ding noch? Krass. Ich wollte die mal haben hier. Mit dem. Schauen wir mal. Der hier unten ist echt cool, aber der Rest ist scheiße. Da hinten ist das wieder. Ja, auch hier geholt. Das ist hier auch noch ganz nice, aber eigentlich auch nur leer. Subaru Brat ist das da. Das ist fett. Hallo. Subaru Brat. Das ist krass. Der Rest ist für mich nix. Und irgendwie neue Packs haben sie ja natürlich auch nicht. Wobei, was ist das hier? Aber auch nix. So, und dann haben sie nur noch das. Wo man ja fast überlegen könnte, weil er ist geil. Und er. Also das war schon mal gemischt hier, würde ich sagen. Ja, muss ich mal sehen. Ich nehme die erstmal. Wir gucken hier weiter.
Ist natürlich kein Korb mitgenommen. Ja, macht sich jetzt natürlich doof. Muss ich das erstmal hier hinlegen. So, und das ist aber komisch, weil. Ey, geil, das ist das Pack, was ich haben wollte. Das hing hier vor 3 Wochen schon. Und ich sag mal, für 5 Euro oder 6 nehme ich es mit. Aber irgendwie steht hier überall der alte Preis. Weil es sehr eigenartig ist. Hier oben auf. Oh, der Wrangler ist auch nicht schlecht. Oh, halt hier wieder voll dasselbe Pack. Hammer. Hm, toll. Oh, komm, wir sind ordentlich. Hängen es wieder alles ordentlich hier hin. Ja, man soll ja zufrieden sein damit, was man bekommt. HW City, ey, hier kommt man auch überhaupt nicht ran, Alter. Liebe Kunden. Hier auch 10-mal dasselbe. X-Racers. X-Racers Speed Blur. X-Racers. Oh, HW Unleashed. Was war Unleashed nochmal? Ja, auch Kinderkack. Kindermäßig. So, und ihr seht, hier ist auch nichts Neues. Alles alter Kram. Alles alter Kram. Vor allem, es ist seit 3 Wochen oder so, war ich hier das letzte Mal. Und das hat sich nichts verändert. Hier sind so ja diese 5-Packs. 5. 5 ist aber nicht so cool. Und das ist immer noch dasselbe. Unglaublich. Also ziemlich schwach von Kaufland, muss man mal hier sagen. Hier oben sind die German Cars. Hat sich aber auch nichts geändert. Scania. Mhm, da sind aber ein paar mehr. Porsche, Mercedes, Porsche, 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 alles Porsche. Och, hier oben alles Mercedes und Porsche. Ja, gut. Monster Trucks. Das ist cool, dass sie die hier wieder haben. Das ist anscheinend neu, aber ist auch schon uralt. Ja, ich muss jetzt hier nochmal gucken, genauer. Wegen den Preisen von den Dingern. Auf jeden Fall bin ich froh. Was sind das hier? Ui! Alter, wo kommt denn die her? Das ist das, was alle Dings neulich meinte. Hä? Ist ja Optik. Das ist ein Real Rider. Oder? Nee, nicht wirklich. Sieht nur so aus. Aber das werden wir mal erfragen, was das Ding kostet. Ich frage mich jetzt gerade, wo ich meine. Ach, da habe ich sie nicht. Muss ich doch jetzt hier direkt nochmal gucken. Na gut, ihr habt es gesehen. Ich sehe hier aber keine weiteren Car Culture. Tschüssi. Tja, das ist krass. Okay. Gut, da muss ich mal eine fragen jetzt. Ich melde mal gleich wieder. So, bin dann hier noch weiter hier und prompt finde ich hier diesen riesen Stapel mit einem Haufen Monster Trucks, die sie auch angepriesen haben hier billig. Und jetzt kriegt man hier, sind diese, steht zwar hier auch nicht, da hier, Premium, Car Culture. Das ist cool.
Habe ich den jetzt gefunden? Lamborghini Veneno. Das ist krass. Den haben wir ja. Und diesen McLaren. Ja, und das ist nochmal das Doppelte. Auf jeden Fall sind die hinten drauf. Oh Mann, habe ich jetzt auch vergessen zu zeigen. Ja, wäre natürlich cool, wenn man jetzt alle... Hallo? Schärfe. Alter, hallo. So. Tja, da muss ich echt mal stark überlegen. Denn hier unten Transporter. Aber das ist auch eher alles für Kinder. Oh, krasse Teil, aber. Guck mal, das Ding ist ja voll fett. Das ist alles so Kinderkram eigentlich. Wie City, dann haben sie hier so kleine Streckendinger. Hier ist noch was. Das ist aber auch alles dasselbe. Ich muss hier jetzt erstmal gucken, ob ich den Porsche mitnehme. Das sieht schon geil aus. Aber 6 Euro, naja. Lassen wir erstmal. Jetzt sind diese Mini-Trucks, die man auch gar nicht so feiert. Hier Donkey Kong und so ein Kram, Mario Kart. Aber das ist natürlich auch sehr interessant. 10 Euro. Kostet einer praktisch den 5 Euro. Color Shift, das ist doch geil. Den habe ich doch so, ja. Ah, krass. Ist ja nicht, dass ich einen Kaderschifter habe. Na gut, das war auch schon wieder. Ist ja auch nicht viel irgendwie. Sieht nur viel aus. Also alles dasselbe. Manche Leute kicken immer ins Kuchen. Ah, kick mal hier. Hier sind die noch. Hier ist der Pagani. Und dieses. Geil. Das ist ja krass. Das ist fit. Das ist er nochmal. Das ist nochmal der. Ford GT ist natürlich geil. Was sind denn alle die, die hinten drauf sind auf jeden Fall? Ford GT. Der, die gefallen mir eigentlich alle nicht so. Der Ford GT ist geil, aber wie gesagt, das ist kein Rewrider. Gar nicht Sonder. Sieht zwar gut aus, aber das ist ja krass. Da muss ich echt mal überlegen. Na, den sollte man natürlich echt vergleichen, ob das alles auch gerade ist und stimmt. Ja, sieht aber gut aus. Tja, muss ich echt mal überlegen, was ich jetzt hier mache. Ich die Bienen mitnehme. Car Culture. Auf jeden Fall haben sie alle jetzt da gehabt. Das ist schon krass. Aber wie gesagt. Das ist ganz schön teuer. Muss man mal sagen. Trotzdem ist es heruntergesetzt. Gut, ich muss mir das überlegen. Die Leute kicken mich ganz blöd an, weil ich hier so filme und rede. Ja, das ist dieser große Aufsteller hier. Was mir hier aber fehlt, sind die Five Packs. Wo sollen die sein? Versteht nicht ganz. Gut. Oh, erstmal hier Pause. Dun, 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 dun. Boah, Alter, kickt euch das an. Yeah, Alter, Camaro. ZL1, wenn ich mich nicht irre. Boah, fett. Müsste ich jetzt mal aufnehmen. Alter, wow. What is this? Aufgenommen in die Galerie, würde ich sagen. Und dahinter steht noch so ein krasses Teil. Aber der ist ja mal wirklich fett. Oh, kick dich das vor. Wow. Kann man da irgendwas erkennen? Scheiße, dass der so blöd steht hier. Wow. 50-Style. Da oben. Seht ihr das? Fuck, krass, Alter. Wow. Ist ja mega, Alter. Auch die Reifen, die Räder.
Also hier ist, was ist denn hier los auch? Hä? Da hinten steht noch so eine übelst alte Karre. Was ist denn das da? Ja, das muss ich hier mal kurz, mein Fahrrad steht da vorne. Mal hier kurz kicken, was ist denn das hier für ein, ist das hier ein Abstellplatz für alte Karren oder was? Was ist das? Alter, kickt euch das mal an. Wow, alter Schwede. Im wahrsten Sinne des Wortes. Boah, alles rausgenommen. Da sind die die Kotflügel. Alter. Was ist das? Vor allen Dingen auch ohne Nummernschild, Alter. Hä? Sind die einfach abgestellt oder was? Was ist das? Oh, der ganze Motor fehlt. Würde ich mal sagen. Oh, vielleicht ist er auch hinten drin. Da ist so eine Plakette. Mal gucken, was soll das da? Vielleicht wisst ihr einer. Hm, krass. Was ist das? Und was kickt der so? Der kickt, manche kicken immer richtig blöd, wenn man hier so was so filmt, ja? Ja, siehst du. Oh, und die Karre da, die meine ich, ja, da kickt der Schild an. Da steht doch noch ein Opel. Richtig krass. Was guckst du so? Boah, das ist auf jeden Fall fett. Kickt euch mal da hinten dieses. Wow. Und das Ding meine ich jetzt hier. Das ist auch geil. Morris, Oxford, Usedom. Also der Typ kommt anscheinend aus Usedom. Komm, da kicken wir mal rein. Was ist das hier für ein, was ist das hier für ein Abstellplatz, Alter? Boah, und Lenkrad auf der anderen Seite. Fett. Das ist ja fett. Ja, die lassen das hier natürlich hier voll offen stehen. Kicken wir auf das Dach, wa? Das, der schöne Lack. Also wer sowas hier offen stehen lässt, ist auch irgendwie nicht ganz dicht. Das würde ich mal behaupten. Echt krass. Kick mal. Da, richtig geil. Und hier kommen wir gleich zu dem anderen Schmuckstück. Opel. Voll verrostete Felgen. Hinten, was ist das hier, Alter? Opel Corsa ohne Nummernschild. Hä? Was ist das hier? Da vorne steht noch so eine Karre. Und er hier hat, da fehlt ihm die Scheibe. Aber trotzdem, Opel Corsa, hallo? Das ist ja völlig geil. Zweimal Opel Corsa direkt nebeneinander, Alter. Fett, Mann. So, und wir kicken jetzt gleich nochmal nach da vorne. Da steht nämlich auch so eine Karre ohne Nummernschild. Was ist das? Dün, 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 dün. Alter Schwede. Durch das mal an. Was ist denn das hier? Wow. Klein, aber fein. Klein, alt und fein. Alter Schwede. So, die Kühlerfigur ist noch drauf. Was ist denn Austin? Ich will jetzt nicht sagen Austin Healy oder was, aber... Das ist ja der Knaller, alter Schwede. Was ist hier los? Was geht hier ab, Alter? Auch ohne Nummernschild steht die Karre hier einfach rum. Richtig alt, kick dich mal an. Oh, Lenkrad ist irgendwas weg. Oh, da sieht man schön dieses, könnt ihr das sehen? Die Armaturenbrett. Armatur. Voll so Lederausstattung. Was für eine Karre, Alter. Austin auf England. Hm. Ist ja krass, wa? Gut, aufgenommen in die Galerie, würde ich sagen.